So meine Freunde, heute geht es bei Hot or Not um das Super-Spezialtraining. Eigentlich soll es uns das Leben als Trainer erleichtern, denn wir sparen uns das Brüten, was in früheren Generationen immer weiter vereinfacht wurde eigentlich. Also es ist momentan ein Brütsystem, was relativ easy ist im Vergleich zu älteren Editionen. Allerdings müssen wir dazu ein Pokémon Level 100 trainieren. Das ist jetzt die Frage. Ist es cool, dass wir die DVs aufs Maximum kriegen, allerdings Pokémon Level 100 brauchen dafür? Oder ist es nicht cool und sagt ihr, ich brüte meine Pokémon ganz normal mit den DVs, wie ich sie haben will und levelt so weit, wie ich es leveln muss und ansonsten brauche ich es nicht weiter zu leveln. Ich habe einfach keinen Bock auf Level 100 zu trainieren. Das ist jetzt die große Frage. Ist das Super-Spezialtraining hot or not? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt, denn auf der einen Seite ist es zwar gut, dass man so auch legendäre Pokémon zum Beispiel auf 6x31 DV bekommen kann, aber einige legendäre Pokémon, wie zum Beispiel Cresselia, braucht keine 31 Angriffs-DVs. Es wäre sinnlos, es würde dem Pokémon sogar durch Schwarze noch mehr Schaden hinzugefügt werden. Von daher, was ist eure Meinung dazu? Ist das Super-Spezialtraining hot, weil es wirklich eine Erleichterung ist in vielen Sachen, oder ist eher das not, weil ihr sagt, ich habe keinen Bock auf Level 5 zu trainieren, ich will einfach meine Pokémon bis dahin leveln, wo ich sie leveln muss, und das war's, und dann ist das Pokémon für mich fertig und ich kann es zum Battle nehmen. Wie gesagt, immer das Kommentar liken, was ihr oder wo ihr sagt, okay, das ist geil, das ist nicht geil. Und ansonsten Kommentare, schreibt eure Meinung rein. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und ciao.